Wisst ihr noch, vor ungefähr 7 Monaten gab es ein Video hier auf dem Kanal, da habe ich ein Gerücht rausgehauen, dass angeblicherweise eSports und Codemasters an einem neuen Rennspiel arbeiten. Vor ungefähr 1,5 Monaten hat EA dann ihren Investoren gesagt, ja, wir arbeiten an einem neuen Rennspiel und jetzt ist es schon seit ein paar Tagen oder sagen wir mal 2-3 Wochen jetzt offiziell. EA Sports WRC 24 kommt auf den Markt und ist am 3. November für die Next Gen und für die PC und für die PC am Stiesel. Und wir dürfen heute zum ersten Mal da mal reinschauen. First Look dank dem EA Creator Network. Und das werden wir uns jetzt mal reinziehen. Das ist Rally. Ich finde das richtig nice, dass wir hier auf Steam sogar schon eine fast Vollversion bekommen haben, um euch die zu präsentieren. Sie ist sogar schon auf Deutsch, was ich vor 2 Jahren beim F1 22 First Look schon so geil fand. Diesem Jahr war ja First Look von F1 23 und Codemasters ja auf Englisch. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich muss sagen, ich feiere es auf Deutsch einfach mehr, um euch das zu präsentieren. Wir werden in die Karriere reingehen, weil viel gibt es jetzt hier noch nicht zu machen, weil der Online-Bereich, der ist noch deaktiviert, wenn wir auf Clubs gehen. Der geht über RaceNet. Dann haben wir noch Individual. Das schauen wir uns gleich noch, wenn wir die Karriere neu starten, ein bisschen an. Es gibt halt leider eine Kritik, die mich ein bisschen stört, die mich extrem stört bei Codemasters. Es ist ein neues Spiel. Man hat wieder nicht geschafft, einen Face-Editor zu installieren. Man muss sich wirklich mal frech gesagt diese dreist hässlichen Fressköpple angucken oder benutzen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es da keinen Editor gibt. Und für alle, die es noch nicht wissen, dieses Spiel basiert zum ersten Mal nicht mehr auf der Ego-Engine von Codemasters, sondern sie haben jetzt die Unreal Engine genommen. Ist das auch ein Zeichen, dass die Formel 1-Version auch bald wechseln wird? Fragezeichen. Viele Sachen werden wir hier wiedererkennen, wenn man Formel 1-Fahrer ist, also zumindest bei dem Spiel. Man kann hier noch sein Auto weiter designen oder beziehungsweise bei Individualisieren kann man das optisch richtig schön machen, das Auto. Bei Bilder kann man da noch Upgrades machen, die dann wichtig sind. Im Punkto für Online-Bereiche, hier kann man Rallye-Schule kann man lernen. Zeitfahren ist 1:1 wie bei F1 23. Schnelles Spiel, glaube ich, erklärt sich von alleine. Einfach zack, irgendwo noch ein Online-Spiel rein. Oder ich weiß nicht, ob auch Offline-Spiel geht, müssen wir mal kurz gucken. Online und Offline. Und Clubs ist wie gesagt über RaceNet Online-Spiele, das werden wir auch mal versuchen zu machen. Moments ist, wenn man zum Beispiel jetzt die anderen Sportspiele von EA Sports spielt, dann weiß man, alles klar, Kollege, hier kann man bestimmte Sachen sich erfahren, also erspielen, wie es zum Beispiel bei Ultimate Team in FC24 ist mit Moments und so weiter. Dann gibt es Championship, ist so ein bisschen wie der Comprim-Modus. Und eben die Karriere. Und da hatte ich eigentlich, ehrlich gesagt, was vorbereitet. Mittendrin in der Karriere wollte ich mit euch weiter reingehen. Ich habe aber leider schon eine Aufnahme canceln müssen, weil ich jetzt erst selbst festgestellt habe, und das ist sehr enttäuschend, es gibt nur einen Speicherslot. Und ich bin dann erstmal auf neu gegangen bei der Aufnahme, weil ich dachte, okay, ich will Ihnen erstmal zeigen, wie das so am Anfang an ist. Und dann gehen wir zurück in meine Speicherung, weil da können wir schon ein bisschen mehr machen. Und nein. Es gibt hier tatsächlich nur einen Slot, das habe ich hier überlesen gehabt vorhin bei der Aufnahme. Es wird komplett, das finde ich sehr enttäuschend, dass man nicht mehr machen kann. Du willst also World Rally Champion werden, was? Das ist für Privatpersonen alles andere als einfach. Aber du hast Potenzial. Und mein Chef glaubt, dass du das Zeug dazu hast, dieses Team an die Spitze zu bringen. Leicht wird das nicht. Abseits deiner Fahrkünste auf der Strecke musst du mir bei der Leitung unseres kleinen Unternehmens helfen. Bei Managementaufgaben, Budgets und dergleichen. Das klingt nach viel Arbeit, aber wir glauben, du hast das Zeug dazu. In diesem Sport muss man hart arbeiten, um die Besten zu schlagen. Also, was sagst du? Bist du bereit, durchzustarten und die Spitze zu erreichen? Wenn dir das Video gefallen sollte, dann lass einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. 2 weitere Folgen dürfen noch kommen und auch auf Twitch wird 2 Stunden gestreamt, wenn du da nicht pünktlich bist. Das VOD darf online bleiben, guck da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und jetzt sind wir hier in der Karriere und wir dürfen entscheiden, ob wir bei der Junior WRC anfangen, bei WRC 2 oder WRC allgemein.
Ja, Prox Racing natürlich. Und Leute, ihr kennt es vielleicht schon. Es ist wirklich witzig. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist jetzt die Unreal Engine. Aber Codemasters hat sehr viel von F1 23 rüber kopiert. Wenn wir mal auf Logos gehen, jeder, der Formel 1 spielt, wird es jetzt erkennen. Man hat einfach jedes hässliche Logo, das ich schon so unfassbar eklig finde, in F1 23 übernommen. Aber ihr seht vielleicht schon, dass auch hier das Farbsystem 1:1 von F1 23 übernommen wurde. Nur das Menü, also die Gestaltung sieht halt ein bisschen anders da aus, ne? So, aber ansonsten hat sich da jetzt nicht viel getan. Wow, cool, er hat es nicht mal bestätigt, jetzt ist auch cool. Wir haben jetzt hier bestimmte Ziele, Angebote. Hier gibt es ja so eine Art Credit. Ihr seht, Budgetziel. Bleibe für alle Konten innerhalb deines wöchentlichen Budgets. Wiedererkehrendes Ziel. Belege Platz 5 der Besser in der Fahrerwertung der FIA Junior WRC Championship. 5 Events. Sammle 55 Championship-Punkte in der H2 Fahrer Championship der FWD Extreme Trophäe. Und schließe im Laufe der Saison 3 Hospitality Events ab. Da das geklärt ist, kommen wir zu etwas Aufregenderem. Mr. Luke hat einige Optionen für deinen ersten Wagen zur Verfügung gestellt. Und wir brauchen natürlich jetzt erstmal ein Auto. Wir können jetzt selber eins zusammenbasteln. Was wir jetzt nicht machen, weil es dauert zu lange. Bei den 3 Videos werden wir wahrscheinlich im Stream dann machen oder so. Und dann haben wir, oder wenn die Vollversion raus ist, dann haben wir hier den Händler. Und bei dem Händler dürfen wir jetzt erstmal nur den Fiesta Rally 3 nehmen. Dann gibt das erste Rennen, Leute. Erstes Gameplay hier. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen gefahren. Verzeiht mir, ihr werdet bestimmt lachen und sagen, was bist du für ein Noob? Aber, ja. 5, 4. Man muss es erstmal lernen, Leute, das Ganze. 1, go. Leicht rechts. Verdeckt. So, man kann jetzt natürlich mit dem Controller. Ich muss sagen, als ich zum ersten Mal mit dem Controller gefahren bin, fand ich sehr schwer in dieser Sicht. Was ist jetzt passiert? Was war das? Langsam, Kuppe. Sound ist übelst geil. So, ich spiele am PC, Leute, mit Steam, über Steam. Ich habe einen Fanatec DD Pro GT7 5 NM. Und, ich muss sagen, wenn man. Es ist schwer, Leute. Also klar, es macht riesen Spaß. Man muss erstmal reinkommen. Einfach rechts. Langsam. Und wenn man erstmal drin ist, vielleicht sogar noch irgendwie eine Bremse oder eine richtige Schaltung hat, dann ist das. Also es ist kein Arcade, finde ich. Es ist wirklich herausfordernd. Und man kriegt auch ganz schön Muskelkater in den Schultern, wenn man es ernst nimmt. Ich sag mal so, gameplaymäßig sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Optisch, Leute, also es wirkt auf mich wie ein Spiel, das 5 Jahre alt ist, was Optik angeht. Also wenn wir jetzt mal, vielleicht mal kurz hier stehen bleiben. Nee, es gibt kein Foto. Der kommt noch. Ich wollte euch den Fotomodus zeigen, aber der geht hier bei dem Warm-Up-Fahren nicht. Zeit von einer Minute 52,3. So, jetzt können wir hier noch, er hat jetzt halt nach unserem Fahrempfinden gesagt, KI-Leistung 20. Ich muss aber sagen, es war mir ein bisschen zu schwach, als ich erstmal getestet habe, ich mache jetzt mal auf die 40. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bis zu 100 geht's hoch. Genau, könnt ihr also euer, ich nehme jetzt einfach nochmal 40, weil wird wahrscheinlich schon viel zu viel. In der Karriere können wir uns dann alle Statistiken hier angucken, wenn wir wollen. Da passiert halt noch nicht so viel, ne? WRC, WRC, Junior WRC, sonstiges. Und können auch das von anderen Fahrern abklappern und uns anschauen, was die so für Statistiken haben. Und hier können wir uns wieder individualisieren. Lackierungseditor, was geiler ist als bei F1 23, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du halt hier übelst coole Looks machen kannst. Hast hier auch wieder das Carbon, Satin, Metallic. Kannst das Auto also auch wieder übelst cool designen. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, da gibt es hier Aufkleber, Leute. Und ihr werdet alle lachen. Wir gehen mal auf die Motorhaube. Und passt mal auf, ihr werdet es wiedererkennen. Erstmal gibt es hier sehr coole, sehr, sehr coole solche Designs, ja, also solche
feiere ich halt mega so einen Look. Aber wenn wir auf Logos gehen, was erkennt ihr? Es ist so übelst geil. Die gleichen Sponsoren von F1 23 rüber kopiert. Also ihr kennt sie alle, wenn ihr Formel 1 spielt. Ihr kennt sie alle. Warum die farblich weiß und schwarz hier drin haben und man darf die nicht farblich anpassen, wie man will? Vielleicht noch so ein kleiner Kritikpunkt, wenn ich ehrlich bin. Was ich auch cool finde, ist, was in der Formel 1 auch fehlt, in der F1 23. Guck mal, du kannst hier das so eng machen. Man kann es jetzt platt machen oder lang ziehen. Skalieren kannst du vielleicht auch, das weiß ich gerade gar nicht. Kannst ihn drehen. Du kannst halt einfach viel mehr machen hier, ne? Was ich halt übelst cooler finde, ehrlich. Ja, okay, so war das so. Dann kommen wir noch zu Angestellten. Am Anfang an hat man Cheftechniker. Der hat dann hier so bestimmte Stufen, die er mitbringen kann, ja? Mit dem man dann eben besser und besser und besser werden kann. Was ebenfalls auch sehr, sehr, sehr cool ist. Muss ich schon sagen. Kann man also auch hier viel machen. Später in der Karriere kannst du dann noch einen Techniker einstellen. Und ein Teammitglied oder mehrere, ganz wichtig. In der Garage kannst du verschiedene Autos haben, die du auch brauchst für verschiedene Aufgaben. Bin jetzt einfach mal gerade, Leute, so einen Shakedown gefahren. Das war nicht so schlau, muss ich sagen. Weil ich habe jetzt schon ein kaputtes Auto, bevor überhaupt alles so richtig losging. Mein Auspuff ist schon beschädigt. Kannst du nur noch auf Standard reparieren. Kühler hat schon ein Problem. Schäden am Kühler können eine Überhitzung eines Motors dessen schneller Verschleiß nach sich ziehen. Muss ich schon mal reparieren. Karosserie, glaube ich, lassen wir erstmal weg. Lichter brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Die Lenkung vielleicht noch, das wäre nicht schlecht. Und dann können wir... Ein bisschen Zeit bleibt uns ja für die Reparatur, wie ihr seht. Da sind wir und diese Crew ist bereit für ihre erste Etappe des Events. Die beiden werden versuchen, eine schnelle, aber auch kontrolliert sichere Zeit zu fahren, um stark in den Tag zu starten. Also ich fahre am liebsten mit der oder mit der Sicht. Ich glaube, die im Controller, für die empfehle ich natürlich diese Sicht. Aber ich muss sagen, wenn man im Wheel fährt, ist diese Sicht einfach kacke. Du brauchst schon, also ich zumindest brauch. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen verkackt vor lauter Labern. Okay, Fokus. Weil das ist nicht so einfach, Leute. Ihr werdet wahrscheinlich auch sagen, oh Gott, ist die Kuh schlecht oder so. Es ist sehr schwer, vor allem die roten. Ich habe hier in meinem Trigger, hier hinten an meinem Panel, Handbremse, weil ich habe leider keine. Was natürlich noch übelst geiler wäre. Und schalten tue ich auch noch nicht selber, was ich auch gerne machen würde. Guckt, manche Autos... Es gibt Autos, wo es geiler ist zu driften. Das ist jetzt nicht so ideal. Ja. Ich weiß nicht, was 50 bei mir war. Der Knopf, der Knopf, der Knopf, der Knopf. Der. Ja, cool. Keiner. Aha, hier war es irgendeiner. Ja gut, das hat jetzt aber viel Zeit gekostet. Jetzt kann ich das vergessen. Da kriegt ihr ein bisschen Soundgeräusche hier. Und Mitte rechts. Links. Einfach rechts. In scharf links. Und scharf rechts. In leicht links. In einfach rechts. Kuppe. Und Mitte links. Senke.
Achtung, einfach links über Kuppe und Mitte rechts. Leicht links über Kuppe. Einfach links, durchsenken. Einfach links über Kuppe. Sound ist auch übelst gut, oder Chat? Chat, sag ich schon, ich bin ja schon wieder im Stream, Leute. Langsam, leicht links. Und scharf rechts. Scharf links, nicht schneiden. Und Mitte rechts. Kuppe. Kuppe. Und einfach rechts. Langsam. Fähre links. Nein! Ja, ja, das ist doch nicht so meine Stärke. Einfach links über Kuppe. In Senke. In einfach rechts. Einfach links über Kuppe. In leicht rechts. Einfach links über Kuppe. Kuppe. Und einfach rechts. In einfach links. In Mitte rechts. Kuppe. Einfach links. 17. sind wir, weil ich jetzt gerade im Reifen so rumgetrödelt habe. Kuppe. Und einfach rechts. Mitte links über Kuppe. Und Mitte rechts. Und Mitte links. Mitte rechts. In einfach links. In leicht rechts. Langsam. Kuppe. Kehre rechts. Nein, das geht ja noch weiter. Oh, der Tempo verloren. Scharf links. Scharf links. Abzweigung, kehre rechts. Kuppe, in einfach rechts. Und Mitte links. Und Mitte rechts. Und leicht links. Kuppe. Mitte rechts. Sofort. Boah, das ist so eine Arbeit, ne? Scharf dann kommen rechts. Diese blöden Dinger da immer. Ah, der kommt gar nicht klar. In Mitte links. In einfach links. Sprung. Mitte rechts. Und einfach links. Scharf rechts. In scharf links. Mitte rechts, Mitte links. Mitte rechts, scharf links. In Mitte rechts. In leicht links, nach Kreuzung. Eigentlich hätte ich mal richtig Bock, das halt online zu spielen, ne? Gegen euch und so. Das wird mal spannend. Und einfach rechts. Ah, ich muss ein Gas geben links. Jetzt, wir sind am Arsch. ich glaube nicht, dass so viele das Haar holen. Also ich kann mal reinschreiben, wie ihr es findet, ob ihr sowas holt. Ist auch, es gibt ja noch eine Version, die kostet glaube ich auch nur 49,99, wenn ich richtig liege. Scharf rechts, leicht links über Kuppe. Mitte links, in Mitte rechts. Ah, das mit der Handbremse so ist, ohne eine richtige zu haben und so, ist nicht links. So einfach. Langsam. Scharf rechts. Mitte rechts. In scharf links. In einfach links. Mitte rechts. Langsam einfach links. In Mitte rechts. In Mitte links. Einfach rechts. Kuppe. Mitte rechts. Scharf links. Und einfach rechts. Ja, so langsam geht's. Wenn nicht so übertriebene rote Kurven kommen. Macht auf, einfach. Große Kuppe. Große, okay, springe rechts. Ah! Das war ein bisschen gemeint, darf ich nicht mal links. So, gleich ziehe. Ziel und einfach links bis Stopp. Okay, das ist deine Zeit.
Zeit von 9 Minuten 39. Am 3. November kommt das Spiel raus. Lasst euer Feedback dazu da oder stellt Fragen, wenn ihr wollt. Dann beantworte ich die sehr gerne. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.